Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu LA Noir. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe gerade schon wieder Atemschwierigkeiten, wenn man ständig mit Drachen kämpft. Wir spielen LA Noir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das hat gezeigt, dass euch entweder das komplette Let's Play gefallen hat, die Entwicklung gefallen hat, die das Spiel jetzt hier gegen Ende nimmt. Und gegen Ende sage ich in Anführungszeichen mit doppelt unterstrichen und Betonung, denn wir sind in der letzten Mission, jetzt gleich, sobald ich A drücke, sind wir in der letzten Mission und die machen wir jetzt. Wollen wir wetten? Ich wette. Los geht's, LA Noir, Final Mission. Oh, es wird spannend, es wird so spannend. Nur noch der Dr. Fontaine, der hier. And a good morning to you too, Elsa. Oh shit. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? Oh, shit. We're both finding we have a lot to give up. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No. He works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Wir bringen ihn in die Bredouille. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. Oh, shit. I've always so enjoyed our conversation. Wieso hat sie damit nicht gerechnet? I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. Der Brandstifter! Er bringt ihn um! Oh Gott, Kinder, jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Wir machen übrigens einen überlangen Part. Ich gehe circa von einer Stunde Gameplay aus. Nimmt die Frau mit. Was macht er mit ihr? Rettet er sie? Scheiße. Boah, die Ereignisse überschlagen sich. Was passiert jetzt mit Kelso und Phelps? Wie gehen die an die Situation ran? Oh, es wird ja direkt spannend. Ich muss sagen, die Qualität, die das Spiel jetzt hier gegen Ende angenommen hat, hätte ich mir öfter gewünscht. A different kind of war. Kelso? The arsonist is a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Okay. Westlake Ungezieferbeseitigung, Nuklear Nageltierabwehr, Rapid Kammerjäger. Wir fahren jetzt an diese ganzen Orte und fragen, wo der Typ gearbeitet hat, ne? So machen wir das. Rapid Kammerjäger. Zacken, bumm, hinfahren. So, da springen wir natürlich hin. Wir vergeuden keine Zeit. Wir wollen wissen, was. Wir wollen hier Butter bei die Fische, ja?
Nägel mit Köpfen. Nee, jetzt fällt mir keinen Vergleich mehr ein. Wir wollen hier jetzt richtig, wir wollen das jetzt alles wissen, ne? Versteht ihr mich? Rapid Exterminators. Exterminators, das klingt im Amerikanischen so gefährlich. Junge, hättest du nicht wenigstens die Hand abwaschen können? Einen anderen Anzug? Ich bitte dich, es ist ein Tag vergangen. Na gut. Hallo. Yo. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Mhm. Eine Zeitung. Ich habe gedacht, wir finden keine mehr. Eine neue Zeitung. Patterson pledges to clean up LAPD. Okay, unser Dude, unser neuer Auftragsgeber. Schauen wir es uns mal an. Er hat Courtney doch nicht umgebracht? Oh, doch, er hat ihn umgebracht. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. There's a time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him, and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon's dead, and I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Hervorragend. Wir haben uns für Courtney Sheldon eingesetzt, unabhängig davon, was für Fehler er in seinem Leben gemacht hat. Ich glaube, Phelps ist tatsächlich zur Besinnung gekommen, hat sich ein bisschen erholt von seinen ganzen Schwächen und versucht jetzt tatsächlich gut zu sein, gute Handlungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen. Der Typ hier wollte uns nicht mehr verraten, wir haben hier bloß jetzt die Zeitung gefunden. Okay, dann würde ich sagen, verschwenden wir hier gar keine Zeit. Wir fahren natürlich gleich weiter zum nächsten Ort. Hier gibt es auch tatsächlich nichts mehr zu holen. Nuklear-Nagetierabwehr ist der nächste Kammerjägerbetrieb, wo wir nachfragen, ob der Typ vielleicht da gearbeitet hat. Wir müssen dem Brandstifter auf die Spur kommen. Monroe hat uns ja verraten, dass er als Kammerjäger gearbeitet hat. Das ist das Indiz, dem wir nachgehen. Und ich hoffe, wir finden da was. Ich hoffe, wir haben Ergebnisse. Huh, Nuklear-Nagetierabwehr. Wenn wir da jetzt noch eine geile Zeitung finden, huiuiui. Ich finde es aber schade, ich hätte gern nochmal mit Phelps gespielt, muss ich sagen. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only three people work here. Me and two Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Alles klar, auch der hat uns nichts zu geben. Super, super, super. Keine großartige Zeit verschwenden. Sofort Y gedrückt halten und zum letzten fahren. Westlake, ungeziefer Beseitigung. Los geht's, keine Zeit verlieren. Die Zeit drängt. Denn die Ereignisse überschlagen sich. Ich glaube, der Arzt, selbst Fontaine, hat die Sache nicht mehr unter Kontrolle, denn er hat ihn ja umgehauen. Er hat ihn ja umgehauen. Der Typ kam ja reingestürmt. Und er hat vor allen Dingen Elsa bei sich. Das ist wiederum schlecht für Phelps. Und Phelps weiß es noch nicht. Das ist ein Opfer für Phelps jetzt. Shit. Westlake, ungeziefer Beseitigung. 2.49 p.m. Weiter geht's. Hallo. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah. He lives in a bunkhouse
on the remains of the old Rancho Rincon? Thanks. Vielen Dank. Gut. Wir haben seinen Platz ausgemacht, wo er ist. Wir haben tatsächlich das Ding gefunden, wo er arbeitet. Das war ja relativ einfach. Den Typen hatte ich gerade das Gefühl, kannte ich irgendwoher. Ich weiß gerade nicht mehr, woher. Irgendwo habe ich den sein Gesicht schon gesehen, in dieser Uniform. Dr. Fontaines Praxis, gestern. Okay, wir sind in der Vergangenheit. Genau, das war ja wegen diesem Zeitungsabschnitt. Hey! You made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink. Dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. Shit. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Okay, Fontaine ist tot und sie haben auch eine Spur daran, dass Elsa entführt wurde. Der Typ wurde gesehen, hat sich anscheinend nicht recht gut versteckt. Die Nachbarn hatten ein wachsames Auge. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist er. Wisst ihr was? I'll give you and the doctor some privacy. So, was haben wir denn hier? Leland. Unten finden Sie eine Liste der Grundstücke, die Sie angefordert hatten. Mein Bekannter hat jedes davon besucht und gründlich begutachtet. Sein Bericht zufolge davon ausgehen, dass die Familien und Bewohner bei ihrer Umsiedlung keine Unterstützung mehr benötigen. Beste Grüße, Harlan J. Fontaine. Alles klar. Tut mir leid, das können wir natürlich noch umblättern. Jetzt habe ich viel zu schnell B gedrückt. Zack, blättern wir um. Elysian. Was haben wir hier? Stephens, Madsens. Hier unten Sawyer. Liability? Speak to Curtis. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. And the doctor lost control. Ja. Warte, was steht da? Harlan, das war nicht unsere Abmachung. Ihr Bekannter geht zu weit. Bekommen Sie ihn unter Kontrolle oder ich muss Maßnahmen einleiten. Ja. Harlan hat anscheinend Fontaine angeschrieben und war besorgt darüber, dass sein Ex-Patient alles anzündet und niederbrennt. Das ist wohl das Hauptproblem an der Sache. Ja. Fontaine hat die Häuser niederbrennen lassen. Der hatte wohl die Idee dann, denn Courtney Sheldon hat ihn ja damals da drauf gebracht, auch irgendwo, ne? So, psychiatrischer Bericht von Dr. Harlan J. Fontaine, beratender Psychotherapeut im Fall von Datum 15. August, Zustand des Patienten, Behandlung und Beobachtung fortlaufend. Ist das die Patientenakte von dem Feuerleger? Persönlich, der Patient wurde in einer Farmpächterfamilie in Oklahoma geboren. Erfolglose Ernten während des Dust Bowl in den 30ern zwang die Familie in Richtung Westen nach Kalifornien zu ziehen. Okay, Zwangsumzug hierher. Die Mutter und der jüngere Bruder des Patienten starben den Hungertod während der Reise. Krass, die sind verhungert. Der Vater des Patienten fand Arbeit als Stuntman in billig produzierten Cowboy-Filmen. Okay, der Patient sollte der gleichen Karrierelaufbahn folgen, aber seine reservierte Mimik... Ja, da kann natürlich kein Schauspieler mit werden. Und körperliche Unbeholfenheit erwiesen sich als problematisch. Alles klar. Der Patient machte seine Ausbildung als Gasinstallateur und zeigte maschinelle Begabung, wurde aber von den Marines eingezogen, als der Krieg anfing. Er diente als, bis zu dem Vorfall, okay, shit. Der Vater des Patienten starb November 45, kurz nach Hitler. Der Patient kehrte vom Dienst zurück und wohnte allein im Haus, das Vater und Sohn einst teilten. Okay, er hat seine ganze Familie also nach und nach verloren. Art der Erkrankung. Als der Patient von diesem Arzt übernommen wurde, litt er an akuter Kriegsneurose. Ganz klar verständlich, die sich in sensorischen Rückblenden, gestörter Aufmerksamkeit und Schlafstörungen manifestierte. Der Patient beschrieb Symptome wie zum Beispiel... Beeinträchtigung der Sicht, Kopfschmerzen, Tachypno, Tachykardie und exzessives Schwitzen. Der Patient erlebte Phantomschmerzen im Wachzustand und extreme Albträume im Schlaf. Okay, 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 okay. Der Patient konnte Erinnerungen von der Realität nicht unterscheiden. Krass, der Typ ist psychisch fertig und hatte häufige Rückfälle in das Trauma des... Während früheren Diagnosen gab der Patient eine... krankhafte Angst vor und eine tiefe Faszination mit Feuer zu. Schlussfolgerungen. Es wurde entschieden, dass sich der Patient in einem fortgeschrittenen Zustand der Katatonie befindet, welche nicht nur durch Psychotherapie überwunden werden kann. Okay, hoffnungsloser Fall. Behandlungsverlauf. Der Patient begann eine Behandlung mit Medikamenten in Verbindung mit klinischer Hypnotherapie.
Na komm schon, Sitzungen waren anfangs einmal alle 2 Wochen geplant. Es wurde Morphium-Tartrat-Lösung, CC in unlösbaren Dosen, verabreicht, um Angstzuständen während der Applikation hypnotischer Induktion und verbaler Suggestionstechniken entgegenzuwirken. Die Behandlung war zuerst wirkungslos. Der Patient konnte keine Änderungen in der Häufigkeit und der Stärke der Rückblenden und Kopfschmerzen melden. Zusätzliche 2-stündige Sitzungen wurden angesetzt, um tiefere Sedierungen, Morphium-Tartrat-Lösung und erhöhtes Ansprechen zu bewirken. Der Patient verspürte eine leichte Reduzierung der physischen Symptome. Okay, er hatte nicht mehr so viele Schmerzen, wurde aber sehr anfällig für Suggestionen und Ideenbildung. Deswegen hat er Feuer gelegt. Infolgedessen wurde der Patient wiederholt in dieser Klinik behalten, weil es zu gefährlich war, um zu verhindern, dass er sich selbst oder andere verletzt. Okay, das ist eine scheiß Nebenwirkung. Zusätzliche Medikamente wurden verschrieben und Sitzungen wurden alle 3 bis 4 Tage angesetzt. Entspannungsübungen wurden durchgeführt, in denen der Patient in einer kontrollierten Umgebung und der Patient meldete einen Konflikt zwischen Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Gefühlen der Gelassenheit, hervorgerufen durch spezielle freiwillige Tätigkeiten, die er auf Anraten eines Arztes durchführte. Prognose: Der Patient bekämpft die Wahnvorstellungen und paranoid-schizoiden Tendenzen und schafft es, mit Hilfe von Medikamenten und Therapie diese unter Kontrolle zu halten. Es ist jedoch die Meinung dieses Arztes, dass jegliches Nachlassen dieser Behandlung gefährlich wäre. Ohne kontinuierliche Unterstützung könnte der Patient zurück in die Krallen seiner vielen Dämonen fallen, das ist aber toll ausgedrückt, und in einen neuen unsozialen Zustand der Psychopathie verfallen. Unterschrift Dr. Harlan J. Fontaine, PhD. Alles klar, das ist die Patientenakte von dem Feuerleger, die wir hier gefunden haben. Quasi sehr, sehr schwere Kindheit, seine ganze Familie traurigerweise verloren. Dann auch noch Kriegsneurose. Und dann mit Medikamenten wie Morphium völlig psychisch zerstört wurden. Oh Gott. Huh, was hat er denn hier? Okay, nochmal. Jetzt geht er mal höher hier. Alter Schwede. Okay, hier haben wir noch an der Seite was vielleicht. Was ist das? Wood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Gute Frage. Will der da die ganzen Feuer legen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht identifizieren. Okay, der hat es da abgemalt. Aber warum? Warum diese Häuser, die da neu gebaut auf dem Freeway stehen? Was ist sein Problem? Da hat er auch den Stadtplan noch. Wilshire District. Ist das sein Ziel? Will er da die ganze Zeit alles abfackeln? Da ist die Kugel, mit der hat er Elsa geschlagen. Da ist auch Blut dran. Komm schon. So much for your foresight, Doctor. Ja, aber damit wurde ja nicht der Doktor geschlagen, sondern damit hat der Doktor deine bessere Hälfte geschlagen. Dude, eine neue Zeitung. Die schauen wir uns jetzt noch an. Da ist Monroe, den haben wir gestellt, Gesicht des Fortschritts, Bürgermeister über Baulevel Leland Monroe. Oh, jetzt distanziert er sich natürlich von ihm, obwohl er damit drinsteckt. Garantiert. Goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down. Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them. Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. If you're imbecile, Harlan, get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't.
Kelso works for Benz. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of Jack Kelso. Tja, sich um Jack Kelso kümmern hat leider nicht geklappt. Und lustigerweise hat auch Fontaines Vorhaben, sich um den Feuerleger zu kümmern, nicht geklappt. Und jetzt hat die ganze Stadt den Salat, beziehungsweise wir. Was ist hier? Indiz, dass die Tür eingetreten wurde. Gewaltsamer Einbruch von außen also. Alles klar, gucken wir uns den Arzt an. Der hat da was in seiner Hand. Ein Zippo? Wart auf. Alles klar. Warum hat er das in der Hand, ist die Frage. An seiner Hand hat er auf jeden Fall mal nichts. Gucken wir uns den Kopf an. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. Ja. Heard that story somewhere before. Frankenstein. Franken-fucking-Stein. Tut mir leid für den Fluch. Wofür steht IH? Ich kann gerade die Verbindung nicht. Ist wahrscheinlich Idioten einfach, aber ich krieg's gerade nicht rein. Es tut mir sehr leid. Gut, den Typen, der hier die ganze Zeit Havoc gemacht hat und mit in der ganzen Sache drinsteckt und uns immer nur Rätsel aufgegeben hat und ein völlig falscher Mensch war, den hat am Schluss seine eigene Kreation, ja, gekriegt, sozusagen. Was steht denn hier noch? Ja. Aber liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung, was das Ganze hier noch mit sich bringt, schauen wir uns, glaube ich, im nächsten Part an. L.A. Noire wird gespielt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis